Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jedi Knight. Hier unten gibt es auch wieder tolle Sachen zu mitnehmen. Brauchen wir mit und nicht allzu viel von Leben wäre vielleicht mal wieder ganz gut. Dich kennen wir doch noch aus Dark Forces. Lichtschwert? Lichtschwert. Na komm. Du machst zu viel Schaden. Du machst eindeutig zu viel Schaden. Aber ich glaube, da können wir einfach dran vorbei, so wie das aussieht. Blubberdi blub blub. Zack. Dann geh du mal auf da drin. So ist das nett. Das war's. Hier ist nur ein Revive drin. Wir müssen ihn wirklich bekämpfen. Naja, oder halt von oben. Fernkampf ist, glaube ich, echt nicht so mit dem... mit dem Herren. Bist du, glaube ich, nicht so begeistert von, oder? Wo ist denn jetzt hier eine Möglichkeit, mal runter zu, also wieder hochzufahren? Obwohl, ich glaube, so viel kann ich dann gar nicht reißen. Lichtschwert, speichern. Ich glaube, das war kein guter Quicksave. Ich bin halt nach zwei Bissen tot. Der ist leider nicht so langsam wie beim Beziehungsweise mir fehlt halt hier ein bisschen der Platz zum Ausweichen. Bosskämpfe in Shootern. Es dauert mir halt, wie gesagt, einfach zu lange. Ich will ja Fortschritt haben im Spiel und nicht anderen an irgendwelchen Stellen oder Gegnern hängen und andauernd sterben. Da geht mir dann ganz schnell der Spaß flöten. Kinders, Kinders, Kinders. So. Wir hätten halt noch Granaten. Wie gesagt, ich glaube, die Minen können wir halt einfach knicken. Die sind so unglaublich ineffizient. Dann kriegst du erstmal ein paar Granaten hier ab. Vielleicht reicht das ja schon, um dich zu erledigen, mein Freund. Und dann, wenn das nicht so reichen sollte... dann müssen wir halt doch noch mit dem Lichtschwert oder irgendwie anders das Ganze angehen. Aber ich meine, ich benutze die Dinger ja sonst nicht, weil sie halt nicht so wirklich praktisch sind, meiner Meinung nach. Dann kann ich sie hier mal verballern. Sag mal, was hältst du denn aus? Ist doch nicht mehr schön. Geh doch mal drauf. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht... 20 Granaten reingefeuert. Leben. Dann ist halt hier auch kein Platz. Also das mit den Granaten war jetzt nicht so praktisch, habe ich den Eindruck. Das macht keinen Schaden. Lichtschwert wird halt noch Schaden machen, aber... können wir die Tür zumachen? Nein, können wir nicht. Ach so, du holst eventuell den Aufzug hier runter. Jetzt geh doch mal weg! Du Drecksviech! Lass mich in Ruhe und dich umlegen! Gott, geht mir das gerade auf den Sack hier!
Meine Fresse. Wie gesagt, zwei Bisse und ich bin tot. Das ist ja auch scheiße. Ich kann überhaupt nicht richtig agieren hier. Meine Güte. Spiel, du gehst mir gerade auf die Nerven. So. Komm mal her, du Plattform. Warum ist dieser Aufzug auch so unglaublich langsam? So. Was können wir von hier aus denn machen? Nicht wirklich viel, wie es scheint. Wir könnten halt hier irgendwie noch raus, aber... Er scheint mir nicht als so... Ach, wir haben ja Forstschamp erdecken, ja. Hier die Kräfte. Ah, bist du da unten? Na? Das reicht zumindest mal. So. Mein Freund. Was haben wir denn hier? Granaten, Dings, bliblablub. Waffe. Wenn ich über diese Mauer ziele, möchte ich gerne über diese Mauer schießen auf den Boden. Okay. Also das hat sich ja letztes Mal nicht so als wirklich effizient erwiesen. Ich speichere trotzdem mal. Aber ich glaube nicht, dass das so viel bringt. So, zufrieden? Kann ich denn von hier Minen legen? Weil die müssten ja theoretisch jetzt runterfallen. Ja. Ja, wie gesagt, du hältst ein bisschen zu viel aus. Aber gut, es wäre erledigt. Ich würde mir gerne das Zeug da oben noch holen. Danke. Das war jetzt ein Schmugglerrucksack. Und das war's jetzt, oder wie? Die Frage ist, was bringt mir das jetzt, den plattgehauen zu haben? Also eine wirkliche Neuerung hat sich hier nicht aufgetan. Könnte mal oben gucken, ob das jetzt irgendwas geändert hat. Aber ansonsten... Irgendwie ja... nicht so. Soll ich vielleicht jetzt mal hier raushüpfen? Hallo? Oder können wir jetzt noch eins tiefer fahren? Warte mal. Nö, jetzt fällt er wieder hoch. Da möchte ich aber nicht hin, da war ich schon mal. Ich dachte, ich könnte hier irgendwo aussteigen. Lass den Aufzug. Na. Was bringt mir das jetzt hier unten? Oder muss ich einfach mit dem Ding nach oben fahren? Das könnte natürlich auch sein. Naja, ehrlich gesagt... Da vielleicht rein.
Ja gut, es ist halt weniger Shooter und mehr Jump'n'Run Sachen. Andersrum wäre es mir lieber. Aber ich denke, das kriegen wir einigermaßen hin. Ich korrigiere, wir kriegen das nicht hin. Ich könnte halt theoretisch hier noch irgendwie runter, aber das bringt halt auch nichts. Da geht's halt nur nach unten. Von daher, übliches Problem, also quasi seit dem letzten Level. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Mir fehlt so ein bisschen der Bezugspunkt hier. Beziehungsweise der Weg. Das muss doch möglich sein, darüber zu kommen. Warum ist denn sonst diese Öffnung da? Und warum ist so viel Mist im Weg, dem mir das nicht einfach macht, hier rüber zu kommen? Hier, diese ganzen Querspalten. Alles total unnötig. Ja, das bringt, obwohl, warte, war da ein Dings gewesen? Wie gesagt, ich habe halt keinen Spaß an Jump'n'Run-Sachen. Ich habe es früher nie gemacht. Mir fehlt deswegen die Übung und daher kann ich es eben auch im jetzigen Zeitalter nicht und werde dann schnell ungeduldig, wenn es eben nicht klappt. Wie eigentlich allgemein. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen den Let's Plays geschuldet, weil ich möchte gerne einen reibungslosen Durchlauf zeigen und das ist... Wenn es dann nicht klappt, dann werde ich daher eben auch schnell ungehalten. So, naja, wir haben es zumindest hingekriegt. Da unten könnte es auch noch weitergehen, sehe ich gerade. Das heißt, einmal da drauf, einmal darüber. Und dann... Das war fies. Hätte ich da sterben sollen? Nee. Wir sind hier richtig. Ah, Granatentrooper. Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann kommen wir doch noch voran hier. Was war das denn jetzt? Wieso? Wieso will denn alles Mögliche, sogar dieses verdammte Level, mich umbringen? Ich brauche hier mal ein bisschen Ruhe, um mich umzuschauen. You've got to be kidding. Ach, so muss ich darüber wahrscheinlich. Lauf. So, ich glaube, da ist aber... Oder? Ist da irgendwas Interessantes? Ja, da ist tatsächlich was Interessantes. Zeug, das ich gerne haben möchte. Ja, nicht ganz so hoch. Dann lassen wir es halt liegen. Dann mal da hoch, bitte. Dankeschön, so. Wieso rutsche ich denn hier überall rum? Lass mich mal in Ruhe stehen, mich die Sachen hier beobachten und dann ist gut. So. Wer? Ballert? Ah, du da oben. Gut. Fürchte mal, wir müssen da hinten dann weiter.
Ich dachte, wir kriegen diesen Sprung hin. Das lohnt sich halt überhaupt nicht. Komisch. Hier werde ich ja wieder durch die ganze, irgendwie durch die ganze Zeit hin und her geschoben. Das mag ich ja überhaupt nicht. Ah, gehen vielleicht mal hier rum. Eventuell bringt uns das ja ein wenig weiter. Auch hier, wieso rennt der auf einmal weiter? Ich mag diesen Level überhaupt nicht. Wie gesagt, zu viel Jump'n'Run, zu viel Sachen, die, wo du halt schnell reagieren musst. Ballern schnell reagieren ist okay, aber Jump'n'Run schnell reagieren, nö. Hier mit den ganzen Winden, das ist halt echt ätzend. So, wie gesagt, hier bist du halt direkt wieder nach vorne getrieben. Solange du dich halt nicht irgendwie aktiv dagegen lehnst und selbst das bringt nur begrenzt was und okay. Hier kommst du überhaupt nicht rüber. Also scheint es hier wohl doch irgendwie weiterzugehen, aber guck mal, dieser Sprung, der ist doch... Eigentlich sollte doch locker zu schaffen sein, mein Lieber. Wieso machst du den nicht? Ich habe nur noch 4 Leben. Warum habe ich nur noch 4 Leben? Also 4 Lebensenergie. Geht's hier unten vielleicht weiter? Nein. Ja, ich weiß, Winde wahrscheinlich, aber das, die treiben dich doch nicht so ab. Ich meine, wo Gegner sind, ist ja schon mal eigentlich ein ganz guter Punkt, um davon auszugehen, dass man weiterkommt. Und ich glaube, ich komme auch hier weiter. Ja. Mein lieber Karl, geh doch durch diesen Gottverdammt. Ich hasse es ja, wie dieses Scheiß-Level, die alles Mögliche in den Weg schmeißt. Und die Gegner und der Charakter sich nicht so bewegt, wie ich mir das vorstelle. Zum Beispiel ducken, um durch diese Öffnung zu gehen. Nein, er bleibt halt irgendwo hängen. Ah. So. Speichern. So, das ging besser, habe ich den Eindruck. Obwohl, wir haben doch einiges an Leben verloren, sehe ich gerade. Aber gut, zumindest konnten wir vorher mal noch ein bisschen aufheilen. Herren. Ja, gerade eine Deckung. Ich sollte die vielleicht auch mal langsam nutzen, oder? Oder die. Das ist jetzt unfair. Sind wir ätzend. Von so einem Projektil noch angefallen worden. Die kleben doch ganz schön. Na gut, Licht bitte. Was haben wir denn noch hier? Also da drin war, glaube ich, nicht mehr allzu viel, was wir hätten mitnehmen können. Wir hätten hier einen Aufzug. Ah. Was bringt denn dieser Aufzug? Na, geht zumindest ordentlich weit nach oben. Oh, da ist ein... Ist das Darth Vaders Schiff? Jan, nee, how about a lift out of here? Oh ja. On my way. That's 3 you owe me. Okay, es könnte Jane sein. Ich gehe mal lieber auf die andere Seite. Ich traue der Sache nicht.
Ah ja, das stimmt, das könnte tatsächlich Jane sein. Ja, stimmt, Vader hatte ja, klar, Vader hat ja seinen schwarzen Dings gehabt. Na gut, können wir den. Ja. Yep. Ja, dann müssen wir dann den Herrn 88 noch ein wenig verfolgen. Gucken, zwei Cubes haben wir gefunden, zwei Sterne gab es noch, dann würde ich das, was haben wir da? Ach, Pull, das klingt auch nicht schlecht. Ich glaube, wir sind im Moment, ja, eher Richtung Licht, also Light Side. Ich glaube, ich gehe mal bei den Pull. Und dann schauen wir uns noch das Video an und dann können wir die Folge beenden. Ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Okay, ich mache hier einen Stopp. Ich weiß nicht, warum will er jetzt mal die CD2 haben. Ach ja, Kinas. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.